immer wieder sonntags kommt das Armageddon. Erst bei Nick, dann bei Gerd. Vielleicht habe ich ja erst bei Gerd und dann bei Nick. Ja, ist aber auch schon lange her. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und es passiert bei mir. Oder vielleicht auch mal bei Benny. Es ist ja auch wirklich schon spät. Also wir haben es jetzt 15.36 Uhr, das ist schon, da kann man das Gehirn schon mal aussetzen. Ja, und wenn man bedenkt, dass wir jetzt die Session hier, also jetzt die vierte Folge am Stück aufnehmen. Ja, Mario, das ist das Gehirn schon ein bisschen Matsche. Schon Matsche. Haben wir ja gestern im Stream gesehen, ne? Gestern der Stream war einfach genial. Oh, das habe ich gerade laut gesagt, ne? Das ist so mehr unangenehm. Ja, bitte. Nicht. Oh. Oh, ein Ticken zu kurz. Das war nicht schlecht. Genau auf diesen Nupsi da drauf. Das war nicht schlecht. Oh. Huhu. Ja, bei, das wird nicht klappen. Fire in the hole. Und tschüss. Boah. First Blood. Ja. Sei dir gegönnt. Krabbel. Okay. Ach Mann. Och, I'll do it. Jetzt schon den Boden wechseln? Ja. Ach ja, da hatte ich dir eine Kiste schon dabei. Alles raushauen. Gehst du hin? Er geht mit ins Wasser. You'll eat haggis no more. Nö. Brilliant. Schade eigentlich. Let's go. Ganz schön gäsig. Wer ist hässlich? Achtung, der Hesse kommt. Oh, wow, ein Acken. Gerd schluckt den direkt runter. Ja. Ach, ich darf auch mal. Ja, nice. Danke dafür. Dieser kleinen Mini-Kante. Aha. Yes, sir. Mann. Watch it. Ja, das Glück mit dem Wind ist nicht auf deiner Seite. Nee. Meinst du, er bleibt da stehen? Ich glaube, der fällt da ab. Ja. War ein Versuch. Oh oh. Wow. Okay. Go away. Hätte ja sein können, dass er dann da oben kleben bleibt. Das wäre es gewesen. Ah ja.
Kiste. Ist ja auch logisch, dass die Kiste da rechts so stehen bleiben kann. Da hat der Physik aufgepasst. Ach Gott. Das Ding mal wieder. Ja, die kommt ja. Die V1 ist niemals von einem U-Boot abgeschossen worden. Tja. Nee, deswegen ist auch eine B1. Die hatten halt nichts anderes, ne? Welcher Wurm ist denn dran? Ach der. Ach, da drinne. Kuckuck. Hi. Au. Tut auch ein bisschen weh am Arschloch. Hm. Toll. Herzlich willkommen. Schön hier. Ja, ne? Guck mal, bekommst du gerade noch irgendeine Kiste gestellt? Ich weiß zwar nicht welche, aber. Ja, nicht, aber es macht ja nichts. Surprise, surprise. Das hätte mich jetzt noch nicht mal gewundert, wenn jetzt der Boot instant dran gewesen wäre. Wer weiß. Achso, der Boot, nee, kann er nicht. Wer war eben dran? Ja, das ist mir dann auch eingefallen. Warum ist das Wochenende eigentlich schon wieder rum? Ja, es ist viel zu schnell. Da habe ich jetzt so aktuell gar kein Problem mit. Für mich ist die ganze Zeit Wochenende. Fuck. Ich dachte nicht, dass der so weit fliegt. Oh! Dahin, okay. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, aber die kann halt nichts. Ja, weiß ich. Aber eine Frage, wie ist das möglich, dass Nick dann hinter mir kommt? Kann ich raus zu. Hallo. Ah. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Jetzt muss der nicht noch einen Sohn verlieren, so haben wir vielleicht verloren. Mhm. Ich verliere gerade zwei parallel da unten. Das reicht ja. Ich verliere gerade zwei parallel. Weißt du, hat noch mit dem einen 106 und mit dem anderen. Du hast mit 90. Da stehen aber auch zwei andere drin. Wobei ihr seid auch nicht so oft dran, weil ihr auch noch relativ viel drin habt. Ja, ich hab irgendwie. Oh, weiß ich nicht. Oh, oh. Hat der Kontakt zu einem Boot? Nö. Also nicht wissentlich. Oh! Aber hey! Nächste Woche. ab nächste Woche Berufsschule in Präsenz, da wird's bestimmt was. Eine Frage, wollt ihr nicht doch alle irgendwie besuchen kommen jetzt? Morgen oder übermorgen oder so? Können wir nicht einfach jetzt einen Stahlträger da reinbauen und nachher werfen alle mal eine Banane? Und da wäre jetzt, damit die nicht rauskommen, der Wurmstachel effektiv. Der Stahlträger auch. Ja, aber am Wurmstachel tun sie sich weh. Wow. Will wer da unten rein zufällig? Gerne. Ich würde sagen, die Grabsteine sind ein ganz klares Mahnmal. Die Tastatur vom Grabstein sieht fast aus wie meine. Würde mir zu denken geben. Seh den Grab. Verdeckt vom Fass. Nick, was soll denn das? Siehst du jetzt. Ah. War der Bumm.
Darf ich jetzt dran sein? Danke. Schade, ich wollte ihn mit dem Schnipper schubsen. Er ist eh ein Blindgänger. Was? Natürlich. Natürlich, logisch. Dieses Spiel ist so kaputt, ey. Gott, ey. Ist doch logisch, dass das passiert, oder? Dieses Spiel ist so kaputt. Mist, und ich habe meine Nervennamen schon aufgebraucht. In dem Punkt war Clan Wars echt cooler. Da wäre ich da runtergesegelt. Also der Fakt an sich wäre nicht so cool gewesen, aber es wäre halt logisch gewesen, wenn genau das passiert. Und nicht, dass ich dann hinter dich falle. Reicht jetzt. Genau, da runter. Nein! Ja. Jetzt macht er das Ding da unten kaputt. Keine Kiste für dich. Ja, toll. Du bist nur für Volldepp. Aber das ist jetzt aber schade. Ja. Sehr bedauerlich. Eine Kiste für dich. Diese Kiste. Und ich kann den Mörser benutzen, damit kann ich bestimmt richtig viel machen hier. Wenn du den richtig ja, eigentlich schon. Kannst du dann eine ganze Menge mitmachen. Das stimmt, ja. Oh. Natürlich springt die gerade nach oben. Aber jetzt fliegt er auf die andere Seite. Oh, nee. Aber leider nicht. Ach komm, ist das denn wahr? Ja. Hoppala. Oh nö, da wollte ich gar nicht runter. Ja, irgendwie nicht so wirklich, ne? Guck doch an, wo du hin willst, bei dem Wind. Ich wollte gerade sagen. Dahin jedenfalls nicht. Wie ist denn die Biene jetzt da hochgeflogen? Runter. Die lag oben und ist jetzt runtergeflogen. Hey, wo lag denn die Biene? Die habe ich gar nicht gesehen. Das Restaurant oder was das da ist. Die lag genau an der Kante. Ist es denn wahr? Jetzt lass mich leben. Ich lass dich leben, ich lass dir nur ein kleines Präsent hier. Aua. Was? Das hat mir auch noch Schaden gemacht. Wow. Immer da. You'll regret that. Watch it. Ich glaube, Mayo
nächsten Konkurrenten bekommen. Mhm. Ist doch nicht schlecht. Kommt er jetzt zu mir zurück? Ja, was für ein Quatsch, ey. Wofür lege ich die rechts daneben? Okay, woran auch immer ich mich da oben festgehalten habe. Ich raste aus. Ich nehme jetzt ein Jetpack. Ist mir scheißegal. Ist doch jetzt raus. Ich muss raus. Ja, genau. Ich muss raus. Oh, oh. Hi. Kein Stress. Ah, fuck. Du weißt, welcher Boden wir sind. Ja, das ist das Problem. Genau in dieser Situation, mein lieber Gerd, das ist okay. Wissen wir das alle. Damit komme ich klar. Der nächste. Gerd? Ja. Oh. Ja, was? Hast du eine Sonne, ey. Oh, lessons? Just for me? Yes, sir.
alles mit einkalkuliert. Man muss auch Mut zum Risiko haben. Hast du eindeutig, muss man dir lassen. Wobei ich gedacht habe, da würde mehr passieren. Also unter einem Dämonenschlag stelle ich mir ein bisschen mehr vor. Da passiert nicht viel. Das nicht reicht. Boah. Doch, für Benny reicht's. Nicht, das reicht, das weißt du, das ist. Immer noch 65. Das war ein großer Akku. Ja, trotzdem. Ich probiere mal was aus, ja? Oh mein Gott. Ah, der ist hier aber wieder anders. Der gräbt sich nach unten durch. Also gerade nach unten. Ja, das habe ich nicht. Ich habe gedacht, der springt hin und her. Das ist natürlich langweilig. Ja, das war so ein Clan. Also früher war das, glaube ich, auch so, dass der immer gerade nach unten ging. Das war eher so ein Clan Wars Ding. Ja. Aber hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Gerd, dein Zweier gewinnt leider nicht mehr. Nee, leider nicht. Schade. Die sollte eigentlich da unten beim 150er noch ein bisschen was anrichten. Ich hätte jetzt im Übrigen auch gern einen Esel. Du meinst der 150er, der nur noch 29... Ach nee, den 150er meinst du. Naja, auf jeden Fall hast du jetzt einen geraden Weg nach unten geschaffen. Ja. Das geht doch gar nicht schief. Nee, das kann er. Das kriegt er. Das ist ja wohl so ein Witz, dieses Spiel. Das Spiel ist einfach richtig scheiße. Ja gut, aber du hast halt auch mit Vollgas in die Kante geworfen, ne? Nein, ich habe extra nach oben geworfen. Der muss, wenn die halt an der Kante abprallt, dann ist halt... Ja, das ist halt Quatsch. Du musst halt besser zielen können. Ganz einfach, ne? Ich hab mir jetzt so viel Mühe gegeben. Ich hast dich jetzt eingeschissen. ich hab mir so viel Mühe gegeben, nicht zu lachen. Nee, das sind dumme Ideen. Du wirst viele Probleme einfach mal vernünftig zielen können und dann. War ja heute das Jetpack wieder eingegraben. Ich will den nicht. Was will ich mit dem? Ich will auch nicht. Ah, nee. Da kam ich her. Aus Schlumpfhausen, bitte. Ja. Ich hab mir echt so viel Mühe gegeben, das nicht zu kommentieren. Und dann haut der Benny so einen raus. Ja, naja, mein Gott. Ja, Benny, also einfacher konnte ich dir das da jetzt nicht machen. Oh, ja, mein Gott, sind 10 HP. Nice. 10 HP ist mir egal. Ja, aber dafür setzt du nochmal einen nach. Ja. Der macht da nicht so viel. Ja, 35. Ja, einmal. 25 ist nicht ohne. Wenn dein Wurm nur 24 hat, ist es vorbei. Korrekt. Ja, rechnen kann er auch noch. Ja, ist ganz gefährlich heute. Dafür hat der Alzheimer tatsächlich viele andere Sachen schon wieder vergessen. Richtig. Weißt du, welche Leute in welchem Team schon waren? Oh Gott. Der ist ja viel weiter abgedriftet, als ich dachte. Oh no. Ach Gott. Aber ich gewinne gleich eh noch, weil ich tauche gleich mit dem U-Boot auf und hab dann gewonnen. Stimmt, das wird's, ja. Schmeißt er bestimmt ein Bombe. Wirf da nichts rein, das kommt eh zurück. Aber Mayo, deinen grünen Becher von Get Swifty feiere ich jedes Mal in meiner. Oh, tschüss! Weil der rausgekickt wird. Nein, 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 nein!
Du bist eh tot. Du bist egal. Ich wollte sagen. Ja, weil der Becher komplett verschwindet, ne? Ja. Da kommt dann der Hintergrund von Worms dann durch. Ja, weil du einen Greenscreen cool. hast. Ja. Let's go. Ja, ein nachhaltiges Geschenk, lieber Gerd. Ja. Hallo. Ja, ich meine, ich könnte das Ding auch umdrehen, du könntest als Bluescreen nehmen, aber... Das macht Windows doch von selbst viel besser, oder nicht? Ja, eben. Dachte mir auch so ein Ding. Oh oh, oh Benny. Ja, steht jetzt nicht gut. Hört mich nicht. Soll er doch machen. Richtige Einstellung. Schnipp sie Finger und dann bist du weg. Ja und? Ach, lass mich doch in Frieden. Elfriede, Elfriede. Let me go, let me go. Alter, mein Gott. Hab ich doch gesagt, lass mich. Warum haben die Würmer denn noch keine Hitbox? Das macht auch keinen Sinn. Weißt du, wenn bei Nick das Spiel nicht so funktioniert, wie er möchte, alles scheiße. Das ist doch auch Quatsch, dass die Würmer keine Hitbox haben. Ist jetzt Kopfweh? Noch? Ist nichts drin, kann nichts wehtun. Oh Gott, ist das dumm. Das ist wieder. Nee, das ist ein Banane. Oh! Ja. Ja. hab ich doch gleich gesagt. War dumm, hat er recht. Ja. Mir hat's gefallen. Mayo? Ja. Damit hast du definitiv den Weg ins Best-of gefunden. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hallo, Best-of. Das wird wieder so ein Ranzoomen und dann get the fuck out. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon angefangen zu schneiden, weil ich wollte diesmal nicht irgendwie Anfang Dezember schnell alles durchgucken und zusammenkloppen. Ja, das macht durchaus Sinn. Ist die Verkehrsinsel dabei? Gute Frage, weiß ich gar nicht, ob ich schon drin bin. Just you wait. Also ich habe echt Sorge, dass Benny das gewinnt. Der gewinnt so selten. Ja. Benny hat heute schon gewonnen. Yes, sir. Heute nicht alle irgendwie schon gewonnen? Nein. Achso, stimmt, Gerd noch nicht, ne? Ist aber auch nicht so toll. Ich kann mich auch gar nicht mehr an die Runde erinnern, in der ich gewonnen habe. Das ist so geil, wie das aussieht, wie der Esel sich da durchgearbeitet hat. Jo, natürlich. Ja, super. Jetzt kriegst du einen Helikopter. Sie den ganzen Weg da hochgekämpft. Die gehen nicht nach Wind, sondern prallen an Ecken ab. Ja, aber mit dem Helikopter kannst du jetzt nichts mehr anfangen. Das macht nichts. Also wenn Benny nur ansatzweise... Kisten. Ja, ja. Hui. Ha!
Ich hätte Banane bringt mir jetzt auch nichts weiter. Naja, klar. Er hat ja noch einen Wurm in Sicherheit, also er könnte jetzt ruhig da die Banane reinflappen. Ja, aber die bringt mich den Erfolg, den er gerne hätte. Oh doch. Ja, doch, das die reicht. Leider schon. Hat er Glück gehabt. Und das? Naja, der Raum war relativ eng. Es war unwahrscheinlich, dass du das anderthalb Minuten vorm Sudden Death. Ich werd bekloppt. Aber wir haben trotzdem eine halbe Stunde Aufnahme. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.